Zwei ICE treffen sich am Mannheimer Mühlauhafen. Eine Szene, die sich stündlich wiederholt, denn die Stadt an der Mündung des Neckars in den Rhein ist nach Frankfurt am Main ein wichtiger ICE-Knoten. Züge von und nach Ludwigshafen müssen den Rhein überqueren. Zwei Brücken sorgen für den nötigen Durchlass. Das Netz der S-Bahn Rhein-Neckar ist für schnelle Verbindungen im Ballungsraum zuständig. Das Rhein-Neckar-Dreieck gehört zu den größten Güterzugdrehscheiben in Deutschland. In alle Himmelsrichtungen rollen die schweren und langen Züge durch die Region. Das Stadtbahnnetz mit 10 Linien erschließt 3 Städte: Mannheim, Ludwigshafen am Rhein und Heidelberg. Auch Überlandlinien sind dabei. Sie fahren nach Bad Dürkheim und nach Weinheim an der Bergstraße. Viele der Fahrzeuge sind moderne, mehrteilige Niederflurbahnen. Zum Verkehrsknoten Rhein-Neckar gehören die Strecken nach Frankfurt am Main, nach Saarbrücken, die Rheintalbahn nach Basel, die Rheinbahn bis nach Agno in Frankreich und die Schnellfahrstrecke nach Stuttgart. Der Hauptbahnhof Mannheim ist der zentrale Punkt. Die Größe der Anlage ist beeindruckend. Auf 9 Bahnsteiggleisen verkehren täglich fast 700 Züge. Dazu kommen noch die durchfahrenden Güterzüge. Seit 1876 steht das imposante Empfangsgebäude. Mehrfach umgebaut und renoviert, lädt das Gebäude bis heute zum Reisen ein. Sozusagen am Hausbahnsteig halten Regional- und S-Bahnen Richtung Westen und Norden. Im Takt verbindet die RE14 Mannheim mit Mainz und die RE1 mit Koblenz. Im Einsatz sind Flirt-3-Triebzüge, gebaut von Stadler. Gegenüber dem Hauptbahnhof erhebt sich seit 2001 das Viktoria-Hochhaus. Davor halten die Regional- und S-Bahnen Richtung Süden. Im Frühjahr 2015 sind auch noch lokbespannte Regionalzüge unterwegs. 111-209 macht sich mit einer RB auf den Weg.
Mitte der 90er Jahre sind lokbespannte Züge noch selbstverständlich. Zu dieser Zeit ist 1816 betriebsfähig. Heute steht die Badische 4H im Landesmuseum für Technik und Arbeit hier in Mannheim. Am Gleis 5 bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt.